Um uns Zeit für den Wiederaufbau der Flotte zu verschaffen, müssen wir die SDF schwächen. Welches Ziel? Der Saturnmond Titan. Dort befindet sich eine wichtige Treibstoffstation. Sie landen mit ein paar Marines einen Transporter außerhalb ihres Patrouillenperimeters und suchen eine Landezone. Sobald die Truppen am Boden sind, schalten sie den Haupttreibstoffturm aus. Der Turm ist unser Zielpunkt. Bestätigt. Diese Operation hält den Feind in der Defensive und von der Erde fern. Captain, diese Mission ist für uns von äußerster Dringlichkeit. Wenn ich könnte, wäre ich mit dabei. Admiral Ende. Alles klar. Bereit zum Sprung. Kollisionsalarm aktiv. Los, in 3, 2, 1. Einschätzung? Nicht gut. Genauigkeit 0,86. Können Sie dranbleiben, Gator? Ich arbeite dran. Hohe Höhenbelastung. Gehen wir drauf? Zu 90% nein. Zu 10% ja. Beim Eintritt schweben. 3, 2, 1. Bericht. Fehlertoleranz 0,05. Guter Sprung, Captain. Gut geflogen, Gator. Boats, der Captain muss zur Waffenkammer. Ja, Ma'am. Ja, dann geh ich doch mal, ne? Schneckchen, geh vor. 3 Jahrzehnte her, dass Truppen auf Titan waren, Sir. Meine Feuertaufe. Den Treibstoff von Zoraster bringt Ihnen jede Menge Sympathien ein. An Bord oder zu Hause? Beides, Sir. Die Kommunikation wird Aussätze haben. Wir hoffen auf schwach, aber verständlich. Also lächeln und durch. Zeigen Sie es Ihnen, Captain. Genau. Lächeln und durch. Wenn Sie mir folgen wollen, Sir. Ich folge dir überall hin, Schätzchen. Sogar bis auf den Titan. Auf Machheit bei 700 Metern. Geberschall wohl noch bei 900. Nur bei vollem Schuh. Captain, ich bereite die Stoppelhopser für Titan vor. Appell in 5 Minuten auf dem Flugdeck. Sergeant, check! Ah, ich gehe dann. Muss ein paar Karabiner vorbereiten. Danke, Chief. Waren Sie schon auf Titan? War ich. Job? Nein. Familie. Mein Dad war dort stationiert. Hat in den Pipelines gearbeitet. Er war schon im Ruhestand, als die SDF kam. Dann zeigen wir es denen. Liebend gerne. Ich habe lange drauf gewartet. Wie wollen wir es machen? Gemeinsam. Wir beide. Bestätigt? Bestätigt. Bewaffnete Aufklärung. Kleines Team. Wir greifen ein Sperrgebiet an. Ja, das Gute an der Sache ist, dass die SDF keinen gefragt hat. Und wir werden auch niemanden fragen. Meine Jackals sind schon bereit. Machen Sie es einfach so wie damals beim Portal. Wir machen alles dicht. Voller Stolz zu Diensten. Stolz ist zu 100% bona fide Scheiße, Reyes. Die Mission muss immer zuerst kommen. Verstanden. Sir, der Sergeant weiß, dass es im Gelöbnis der Navy um Stolz geht. Ich wusste doch, dass mir was an euch Drecksäcken nicht gefällt. Das erklärt die weiße Uniform und die U-Boote. U-Boote? Ja. Nur die Navy baut ein Schiff, das sinken soll. Rüsten wir uns aus und üben Rache. Captain! Ja? Nehmen wir Ethan mit. Ich will ihn im Team haben. Das wird er sicher gerne hören. Er hat den größten Respekt vor den Marines. Ja, das sollte er besser. Ethan, du bist dran. Melden bei Raven 2. Hab ein paar richtig gute Stücke für Sie, Commander. Ein Schild hilft dabei, alles zu finden, was sich so anschleicht. Ja. Cool, Sniper Mission. Okay. Nimm mal die. Akimbo? Nee. Magazinerweiterung, immer gut. Schaden geht dann runter. Präzision hoch. Gezogener Lauf. Passt. Was kann man denn hier noch einbauen? Thermal, variabler Zoom. Reichweite geht runter. Das Ding hat ja schon was drauf. Die andere haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay.
Was haben wir mit? Schaumwand? Ja. Schockgranate und Sucherbot. Passt. Okay. Nee, lassen wir mal. So. Bestätigen und raus. Ausrüstung kommt. Der Mann weiß, was er will. Viel Glück, Sir. Magnetstiefel geladen. Gut. Dahin. Genau, die Männer, die ich suche. Wie sieht's aus, Boss? Raven 2 ist im Gate. Vorsicht, der Unterschallzug in Titans Atmosphäre ist heftig. Wer fliegt den Transporter? Bugs. Er setzt sie sanft ab, aber machen sie sich auf einen holprigen Flug gefasst. Werden sie luftkrank, Staff Sergeant? Nie. Es gibt immer ein erstes Mal. Hier geht's zum Transporter. Formieren! Es geht los! Festschnallen! Festhalten, Kashima! Es wird holprig! Kein Problem, Sergeant. Da will gern mal das Mittagessen raus. Ein netter Platz. Linke Seite, Nummer 1. Ja, ja. Bin doch schon da. Falscher Einsatz, Mittheimer. Hey, Feuer einstellen. Feuer einstellen. Der Wort gehört zu mir. Schluss mit dem Gerede, klar? Hinsetzen, Soldat. Ja, Staff Sergeant. Echt? Lass meinen Bot in Ruhe. Sind Code 1 kämpfen. Start freigegeben, Box. Aye, Sir. Für Sprung vorbereiten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt. Festhalten, jetzt kommt's. Was Ethan anbelangt, für das Schwermetall lege ich persönlich die Hand ins Feuer. Er ist einer von uns. Ethan, was ist die Navy-Devise bei einem Feuergefecht? Schick die Marines. Das war für Sie, Captain. Alles gut, Kashima? Ein bisschen schwindelig, Sarge. Zehn Sekunden bis zum Absprung. Atemmasken! Sicher! Brooks, öffne die Tür! Der Ethan ist schon so eine coole Sau. Okay, nochmal zum Ablauf! Wir landen außerhalb der Raffinerie, gehen rein und markieren eine Landezone fürs Angriffsteam. Klar, klar! Wieso bin ich der einzige Depp hier mit Dingsbums? Ah, okay. Kanada. Du bist der einzige Neutrale hier, Ethan. Mel Brooks ist auch da. Oben auf dem Kamm, los! Ui, sieht echt schön aus. Hätte ich echt nicht gedacht. Wir haben grünes Licht, Box. Oh, oh. Bin ich beinahe geflogen. Sieht eigentlich fast aus wie zu Hause. War wohl nur halb so schlimm. Ich habe hier mal eine Bootstour mit meinem Vater gemacht. Es gab hier auf jeden Fall schon bessere Tage. Wieso kam Ihr Vater her? Um seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Tja, die SDF hat's versaut. Hat er gekämpft? Lass den Sergeant in Ruhe, Ethan. Nein, ist schon gut, Captain. Ja, Kumpel, mein Vater war Schütze. 32. Panzerdivision. Ah, Sieg oder Tod? Ja, genau der hat in der Schlacht um Deimos 2 Flugzeugabstürze überlebt. Wie der Vater, so der Sohn. Ungefähr zumindest. Die 32. gehört zur Armee. Tja, das habe ich ihm verziehen.
Gott, immer dieses Gebäsche mit den verschiedenen Einsatz. Wow. Einsatzsach, wer ist das? Ich hab hier was. Hier war's mal richtig schön. Nur bis die Front kam. Die haben ein Arbeitslager draus gemacht. Mein alter Herr konnte gerade noch fliehen. Tja, ich glaube, die Typen hatten wenig Glück. Boah, nö, das muss ich doch jetzt nicht sehen, oder? Was für eine Scheiße. Och man, Fußball! Military Research. Okay, enger Raum, also Pistole. Okay, hier heben wir an. Leute, hier entlang, dadurch. Ethan, könntest du mir mal vielleicht helfen? Wir müssen hier durch und zum Bloß Treibstoff nicht. Brooks, Kashima, Sie passen auf. Der Captain und ich gehen nach links. Ethan, du unterstützt sie. Feindaktivität direkt vor uns. Diese Wachen haben Suchbots. Bleiben Sie im Schatten. Captain, hier hat er fast Feindreaktionen. Bei niedriger Anzeige bleiben sie unbemerkt. Yep. Wilde Spiel aufbrechen. Roger, schwärmen wir aus, Captain. Okay, wieder eine Schleichmission. Ich bin doch bei dir. Achtung, Sir. Was ist los, Kashima? Ein feindlicher Neger ist an Patrouille. Gehen Sie besser rein. Roger. Nehmen Sie Freiber. Den hab ich. Leicht gesichert. Und tschüss. Noch einer. Anderer Eingang. Kommt auf Sie zu. Vorsicht! Mögliche. Treffer. Wow, die Knarrer dabei, ich bumm's hinter. Vorsicht, Mechkopf, passieren das. Die Gruppe umgehen wir lieber. Verstanden? Oh, geh du vor. Was geht mit dem Bot ab, ey? Der riecht der uns schon, oder was? Wo ist der? Ja, nee, ist klar. Au, au, au. Ach komm, lass mich doch direkt sterben. Ey, der war auf einmal weg. Gut, wa? Treffer. Vorsicht, Mechkopf, passieren das. Was ist das denn? Verstanden? Nee, ich bleib bei der. So, jetzt sag mir, wo du hinläufst. Ach, da hoch! Schön, dass du mir das eben gesagt hast, du Idiot!
Okay, diese Schockgranaten, die sind schon gut. Wachen sind drin. Wow! Wir sind sicher. Ist eine Killermaschine. Gut. Mehr, direkt voraus. Unauffällig bleiben, Captain. Unten bleiben. Ja. Verstanden. Ah, so wechsle ich hier die Dinger. Gut. Ich gehe zu Ethan. Ach so. Treffer. So. Hui. Werfe Anti-Schwerkraftgranate auf mein Zeichen. Sektor ist gesichert. Los! Sie sind weg! Gehen wir durch den Außenposten. Jo. Gott, ich bin gerade so. Wieso rennen die das hier? Ist eine Schleichmission! Stealth, bitte. Ich brauche Hilfe mit der Tür. Bin dran. Oh, drücken. Ethan, geh vor. Kashima, Vorstoß starten. Wir gehen rein. Roger, gut. Weiter schleichen hier. Oma. Ja, ich weiß, ich bin direkt hinter dir. Musst du mir nicht noch sagen? I see that. Diesmal halte ich dich im Auge. Hier kann man landen, Captain. Nein. Dass zwei Ravens abladen können. Ich rufe sie. Retribution, Raider 1-1. Wir haben die Landezone. Stark verteidigt. Schwere Bewaffnung nötig. Verstanden. Luftfracht ist auf dem Weg, Raider. Oh, was haben wir denn da? Darf ich jetzt fahren? Für die Landung sichern. Ausschwärmen. Sie haben Feuerfreigabe, Captain. Da wartet eine Kiste mit Zuckerbolzen auf Sie. Perfekt für einen Hinterhalt. Okay. Sektor ist gesichert. Feinde. Was? Wo? Wo denn? Ach da. Komm her. Guck. What? Das war's schon? Ja, ich brauch mal eine andere Knarre hier. Aber die haben ja nur die. Ja. Raider und Brücke, Signal platziert. Sie haben Landefreigabe. Verstanden. Verstanden. Es nähern sich Feinde. Ankunft in etwa 3 Sekunden. 3 Sekunden zum Touchdown. Abstand zu den Signalen halten. Ravens, komm runter. Wenn sie hier durch sind, müssen wir zum Treibstoff vor. Wenn wir den Treibstoffturm sprengen, hat die SDF keinen Sprit mehr. Wieso? Ist der hier der einzige Planet mit Treibstoff oder was? Das ist doch schon besser so. Wir kämpfen an der Seite dieses Dings? Lass warten! Technikerin McCallum hat das hier noch mit eingepackt.
ist ein Geschenk für den Captain. Ethan, womit haben wir es hier zu tun? Ein C-12-Kampfroboter. Manuelle Feuerkontrolle. Wenig Hirn, aber stark. Ist das sicher auf unserer Seite? Das hoffen wir mal. Sieht aus wie eine coole Version von Ethan. Hör zu! Die Raffinerie ist einen halben Kilometer. Das ist nicht komisch. Folgt den Panzerfahrzeugen und bleibt beieinander. Auf mein Kommando, klar? Klar! Auf uns wartet eine Raffinerie. Durch das Tor! Was war das denn? Hurra! Ey, pass mal auf, ich bin dein Captain. Nur zu Ihrer Information. Es gab vereinzelte Probleme mit der Automatisierung der C-12. Was für Probleme denn? Sie haben sich während der Schlacht einfach so gegen Ihre Teammitglieder gewendet. Heilige Scheiße, stimmt das? Nein. Halt die Klappe, Ethan. Ja, Sir. Scannt eure Sektoren, wir kommen näher. Naja, das wäre aber ziemlich dämlich denn jetzt, wenn das Ding sich gegen uns stellt. Das da? Holen wir runter. Moment mal. Unten bleiben. Brooks, einen Überblick. Mehrere Patrouillen im Bereich. Primärer Zugang ist die Vordertür. Okay, Feuerkraft macht uns auf. Ethan, wie sieht's mit dem C-12 aus? Reyes Handgelenkscomputer steuert die C-12-Raketen. Ziel markieren. Jagen Sie es hoch, Sir. Roger. Feuer legen. Cool. Achso, das ist Kashima. Ups, ich wollte gerade wieder. Boah, der rasiert ja echt alles weg, der Typ. Was? Ich verstehe nichts. Guck. Bam. Ich krieg dich. Nee, du gibst keine Befehle. Auf dem Schild. 11 Uhr. Au. Was? Was ist denn gelb? Okay, ich brauche mal eine erhöhte Position. Heilige Scheiße! Hey Ethan, kannst du das raus? Los geht's!
Lass doch mal den Ethan in Ruhe. Der kann das nicht. Okay, bleiben wir mal kurz in der Sicht. Alter, Winne. Okay, wieder eine erhöhte Position. Ethan, hi, mein Freund. Kugeln. Nein, gar nicht gut. Schön, dass meine Waffe das kann. Au! Weiter zurück. Au! Was? Die Rakete ist da hinten? Okay, jetzt mal wieder ein bisschen Movement hier. Hui! So geht das, Ladies! Okay. Boah. Hoho. Hi. Draufspringen. Was? Wow, ein geiler Move. Sie würden einen prima Marine abgeben, Captain. Es ist nicht zu spät, ins Scar-Team zu wechseln, Sergeant. Captain, wenn seine Schaltkreise intakt sind, kann ich den C-12 vielleicht neu starten. Aber was für ein geiler Move. Move. Unser Junge kann noch kämpfen. Das werde ich bald mehr bezahlen. Oh ja. Planquadrat ist erfasst. Roger, alle Sato mit dem Kampfroboter zum Boot. Fever, hier Raider. Wir sind da. Haltet die Luftunterstützung in Bereitschaft. Verstanden? Nicht verstanden, Raider. Ich wiederhole, nicht verstanden. Fever. Salter, wie war das? Okay, dann. Vielleicht die Luftunterstützung. Sieht weniger danach aus. Olympus, los! Entdeckung sofort!
Jetzt kriegen wir richtig auf den Sack. Ja, los, Ethan! Ja, kann ich. Boah! Ja, ja, ich komm schon, ich komm schon. Boah! Auf mit dir! Grinder! Grinder! Hat noch zwei hinter mir!